Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute schauen wir uns an, wie wir die Geschwindigkeit bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung berechnen können, wenn wir die Beschleunigung und die Zeit angegeben haben. Falls ihr Mathe- und Physikfragen habt oder euch gerne mit anderen über Wissenschaft unterhaltet, dann joint doch mal meinen Discord-Server, den Link lasse ich euch in der Videobeschreibung. Los geht's! Ja, meine Freunde, wir hatten die Formel A ist gleich V durch T. Wir wollen jetzt wissen, wie wir V berechnen, also müssen wir T wegkriegen. Wie kriegen wir das hin? Indem wir mal T rechnen. Dann haben wir A mal T ist gleich V, beziehungsweise V ist gleich A mal T, also Geschwindigkeit ist gleich Beschleunigung mal die Zeit. Schauen wir uns dazu ein paar Textbeispiele an. Ein Körper beschleunigt sich mit 0,2 Meter pro Quadratsekunde. Welche Geschwindigkeit besitzt es nach einer Minute? Okay, also wir wissen hier, es geht irgendwas mit Beschleunigung, Geschwindigkeit und Zeit. Also Beschleunigung ist gleich, Zeit ist gleich, V ist gleich. Jetzt die Infos aus dem Text sammeln. Also wir haben die Beschleunigung 0,2 Meter pro Quadratsekunde. Die Zeit ist eine Minute, beziehungsweise 60 Sekunden. Weil ihr seht hier, wir rechnen hier mit Sekunden, also müssen wir auch hier mit Sekunden rechnen. Okay, jetzt Formel aufschreiben, weil die Geschwindigkeit ist gesucht. V ist gleich A mal T. Jetzt einsetzen, V ist gleich A, die Beschleunigung ist 0,2 Meter pro Quadratsekunde. In der Physik die Einheit mit aufschreiben bei der Rechnung, ganz wichtig, mal 60 Sekunden. So, und ich zeige euch jetzt, warum Einheiten cool sind. Die Einheit für die Geschwindigkeit ist ja Meter pro Sekunde. Und jetzt passt auf, 0,2 mal 60, beziehungsweise 60 durch 5 ist 12. Dann können wir hier Meter aufschreiben und Sekunde mit Quadratsekunde kürzen, bleibt noch Meter pro Sekunde übrig. Wenn ihr jetzt bei der Einheit Meter pro Sekunde habt, habt ihr alles richtig gemacht, denn die Einheiten zeigen euch, ob ihr irgendwas falsch gemacht habt. Solltet ihr aber Meter pro Quadratsekunde haben beispielsweise, wisst ihr, ich habe hier was falsch gemacht. Das heißt also, die Geschwindigkeit wäre dann 12 Meter pro Sekunde. Das schreiben wir hier noch auf. 12 Meter pro Sekunde. Und einen Antwortsatz könnt ihr natürlich auch machen. Wäre natürlich stabil. Ein Körper beschleunigt sich mit 6 Meter pro Sekunde Quadrat. Welche Geschwindigkeit hat er nach 15 Sekunden? Gibt die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde an. Als erstes schreiben wir uns auf. T ist gleich, V ist gleich, A ist gleich. So. Die Zeit ist in dem Fall, meine Freunde, 15 Sekunden. Die Beschleunigung ist 6 Meter pro Quadratsekunde. Und die Geschwindigkeit ist gesucht. Deshalb Formel aufschreiben, V ist gleich A mal T. Und jetzt einsetzen, V ist gleich A. In dem Fall wäre dann 6 Meter pro Quadratsekunde mal die Zeit 15 Sekunden. Hier S mit diesem Quadrat hier kürzen. Und 6 mal 15 wären 90. Was bleibt übrig? Meter pro Sekunde. Mit den Einheiten haben wir dann schon mal nichts falsch gemacht. Somit wäre die Geschwindigkeit, meine Freunde, also 90 Meter pro Sekunde. Und ein Antwortsatz wäre, wie gesagt, schön. Ja, meine Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt daraus was gelernt. Das ist das Wichtigste. Mich würde es freuen, wenn ihr diesen Kanal teilen und abonnieren würdet und mir auf TikTok und Instagram folgt. Falls ihr mich materiell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf PayPal machen. Den Link lasse ich euch in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.